Hallo, Goiz, und willkommen zurück bei Cave Story. Ja, ich wollte schon fast Pokémon sagen. eigentlich hatte ich vor euch ein schönes Display while aufzunehmen. Aber da das Spiel gespinnt hat und gar keinen Bock auf mich hatte, dachte ich mir so, okay, dann nicht. Und ja, jetzt nehme ich halt einfach ein bisschen Cave Story für euch auf, weil ich hatte halt Lust, irgendwie alles aufzunehmen. Und ja, Cave Story ist richtig tapfer. Ich hoffe, das könnt ihr auch alle so unterschreiben, dass Cave Story einfach super ist. Könnt ihr mir eigentlich mal schreiben, wie gefällt euch das Projekt bis jetzt? Ja, ich finde es ganz cool. Das Spiel vor allem macht mir sehr viel Spaß und ja. Soll ich große Zählen? Ist halt geil. Ist halt Cave Story. Wird gerackt, du müsstest für ihn. Und wir müssen halt für Jenka Senpai, Dingens. Kacke sammeln. Also ihre Hunde. Das ist jetzt nicht unbedingt Kacke, aber wir müssen ihre Hunde halt sammeln. Ich versuche mal nicht abzukacken hier. Oh mein Gott, heilige Scheiße. Ah, ich will auch nur meine Waffen treffen. Alter, das hier existiert einfach nicht. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich hasse diesen Abschnitt gerade, wo wir gerade sind, übrigens, ne? Weil ich nur mal anmerken. Das ist der schlimmste Abschnitt im ganzen fucking Spiel. Diese Ebene hier mit dem ganzen Kackvögeln und so. Bach. Richtig ekelhaft. Ja, und bis auf dem letzten Dungeon, der ist noch ein bisschen ekliger. Toll, und da gibt's mir nicht mehr was. Okay, Leute, jetzt fällt's ein. Ach, fuck. Du Kack, wie kommst du zurück? Zigoi, Kawaii, Hund. Okay. Der kommt hier wieder vorbei. Dann snack ich mir ihn. Ja. Oh yeah. Woof. Du bring ihn along. Yes, bitch. Get out the way. Get out. Okay, sorry. Ich hatte vor für euch eigentlich Port auf irgendwas zu spielen. Ist so ein Horrorspiel, das man sich kostenlos bei Steam holen kann. Könnt ihr euch ja mal reinziehen, wenn ihr mögt. Bei mir war das halt so, dass die Maus die ganze Zeit so nach links gezogen hat. Und das war halt so richtig scheiße. Und ja, so konnte ich das halt nicht richtig zocken, ne? Ach ja, naja. Definitiv. Das ist einer von meinen. Vielen Dank. Dass du, jetzt hast du schon mal drei zusammengesucht. Hast du je einen, wütenden Mimiker gesehen? Wenn sie die roten Blumen essen, werden sie stärker. Great many of the Mimiga believed it. Viele von den Mimigern haben das geglaubt und haben, sich dazu entschlossen, die Blumen zu essen. Dann haben sie nur zurück gegen die Roboter gekämpft. Also dann haben sie einfach gegen die Roboter gekämpft. Aber weißt du, was passiert, wenn ein Mimiga mit so einer Wut ist? Also voll mit so einer Wut ist? Es war furchtbar. Vielleicht konnten sie sich selbst nicht kontrollieren. Nun, die meisten der Mimiga, die roten Blumen konsumiert haben, wurden nie wieder gesehen. Sie waren verschollen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass eins von ihnen vielleicht nach unten hingekommen ist zum Surface, also zur Oberfläche. Ja, down to the surface, genau. Wo die Menschen leben. Die haben darüber gedacht, über den von Hass und Wut erfüllten Mimiga, das irgendwo da draußen ist, mit Menschen, wenn es wirklich wahr ist. Realisierst du es? Realisierst du jetzt, wie gefährlich die roten Blumen wirklich sind? Zwei weitere Welpen. Ach ja. Ja, deshalb wollen wir die ja vernichten, aber das können wir ja nicht sagen. Nee, kann man auch lassen. Egal, Leute, ich bin mir sicher, sie gibt uns den Schlüssel, wenn wir alle ihre Doggies befreit haben, ja? Ich meine, was los? Wird gerackt, du Kackvieh, wie viel dafür hast du denn? Okay, mit der Scheißwaffe. So, jetzt haben wir wieder die vernünftige Waffe. Also, ist immer noch die gleiche, aber jetzt haben wir wenigstens Plastoff Level 3. Alles darunter ist ja richtig eklig, Leute, habt ihr ja gerade gesehen. Das kann man echt nicht machen. Aber ich will es echt nicht tauschen gegen die Dingens, gegen die Machine Gun. Weil, Leute, es gibt halt, obwohl, fuck this shit, sag ich euch jetzt nicht. Richtiges Arschloch. Nein, Leute, ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen im Leben. Warum ich das, jetzt nicht tauschen wollte, so. Ja. Ja, hier haben wir mal ein bisschen von dem Kram rein.
Also wird so ein bisschen zu ekelhaft. Da kriegen wir jetzt noch ein paar von den Dingern. Oh, da ist auch alles gut. Oh, fuck, ich hasse alles. Fickt euch! So, jetzt sind wir wenigstens mit allem auf Level 3, immerhin, das passt schon. Und wir wollen da hoch werden, und da wo die Pfoten sind, können wir durchlatschen, ist schon richtig süß. Wir haben heute, also ich und Restless Boy, wir haben heute S4D aufgenommen. Da war jemand, ich finde, die Person war eigentlich ganz nett, ja? So, wir haben ein bisschen mit der Person geschrieben und so. Unschlüssig, ob das jetzt ein Kerl oder kein Kerl ist. Unschlüssig, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und Restless ist voll der Meinung, dass diese Person gehackt hat. Und ich bin mir dessen nicht ganz sicher. Weil, wisst ihr, ewig, ja? Seit Ewigkeiten ist das so. Und ja, wir müssen hier irgendwie hinkommen im Leben. Seit Ewigkeiten ist es so, dass S4 einfach teilweise richtig eklige Lags hat. Weil die Server einfach richtig scheiße sind, ja? Wurf, ja, ich gönn mir den Hund. Und ja, deshalb könnte, es war halt so, wir haben halt gekämpft, ne? Und diese Person hat gegen uns gespielt. Und, ja. Worauf will ich jetzt hinaus? Ist los? Ja, sorry Leute, es ist schon ein bisschen spät. Ja, diese Person, also, ich und Restos sind gleichzeitig gestorben. In der Luft. Also wo wir halt am Rüberspringen an der Plattform waren, auf so einer Map, da muss man halt so ein bisschen rüberspringen. Oder ich war das auf jeden Fall. Wie auch immer. Und dann wurden beide Kills ihr gut geschrieben. Es sah aber nicht so aus, als würde da... Also das sah nicht wie so ein normaler verzögerter Kill aus. Es könnte ein verzögerter Kill gewesen sein, meiner Meinung nach. Aber sie hätte unmöglich in dieser kleinen Zeit die Verzögerung hat halt. Die Verzögerung ist ja nicht so jetzt 8 Stunden, sondern nur so ein bisschen. In dieser Zeit, wir halt, also die Zeit war halt länger. Vielleicht war das ja einfach so ein riesiger Lecker. Vielleicht hat diese Person gehackt und das macht mich fertig. Ich habe keine Ahnung, ob diese Person gehackt hat oder nicht. Oh, du warst dieser Beliebte. Meine Hunde sind wirklich Unruhestifter. Ich bin wirklich dankbar für deine harte Arbeit. Der Warenhausschlüssel, den willst du haben, richtig? Ist dasselbe Warenhaus, das all die roten Blumen beherbergt. Es ist mir egal, wer du bist, verstehst du? Ich kann dir den Schlüssel nicht geben zu dem Warenhaus, sorry. Wenn du das Warenhaus öffnest, das wäre närrisch. Und würde die gleiche Tragödie hervorrufen wie davor. 1, 2, 3 und 4. Nur noch ein weiterer. Okay. Ja, ich will die Tragödie doch aufhalten. Kann ich dir das nicht sagen? Weil das ist ein Los in der Wienerkopfwelt. Immer diese Jenker mit ihrer komischen Wut und ihren komischen Doggies. Ach ja, Leute, der Wienerkopfwelt. Ja, wegen dem Hacker. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Hacker war oder nicht. Das Problem an S4 ist, kein Arsch spielt es mehr. Wenn es jemand spielt, dann denkt man direkt, das ist ein Hacker. Weil es gab halt in S4, ich glaube, es gibt immer noch in S4, soweit haben wir es nicht gespielt, um das wirklich beurteilen zu können, falls diese Person keine Hacker war. In S4 gab es früher richtig viele Hacker, ja. Das war furchtbar. Es gab so ein Anti-Hack-Ding, aber das hat einfach einen Scheiß gemacht. Ja, und jetzt spielt es einfach keiner mehr. Das finde ich sehr schade, weil eigentlich wollte ich daraus ein richtiges Projekt machen, aber es ist ja scheiße, wenn das niemand spielt, wisst ihr? Tja. Und wenn wir möglicherweise sowieso mit Hackern spielen, wenn wir überhaupt Glück haben, mit jemandem spielen zu können. Weil wenn wir überhaupt genug Spieler für eine Runde so beisammen haben, ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja scheiße, wenn das dann Hacker sind. Wisst ihr, wie ich meine? Ach ja, Leute, ich weiß es nicht. In der Minecraft-Welt. Ich glaube, es war jetzt ziemlich tot. Muss ich leider zugeben. Auch wenn das Spiel super cool ist. Es ist halt so mein Splatoon, wenn ihr so wollt, ja? Obwohl, ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe Splatoon noch nie gespielt oder gesehen, das hat mich nie interessiert. Ich mochte den Arzt nicht, aber ich glaube, es ist so eine Art S4. Naja, ich weiß nicht, eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich habe auch nicht wirklich das Recht, über Splatoon zu reden. Und oh mein Gott, das Spiel kommt hier herüber! Das ist mir noch nie passiert. Getrackt! Okay. Ja. Boah, wir sind fast tot, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Gut, dass ich bei Jenkins gespeichert habe, sonst war das richtig eklig jetzt. Yes, okay. Auch wenn es nur zwei sind, ist mir egal. Nice. Wow,
Alter, ich hasse das Gebiet so sehr. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen, down. Jetzt kann ich doch mal wieder hochklettern. Aber wenigstens, da ist keine Gegner mehr. Alles cool. Dun, 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 dun. Auch wenn die Musik schön ist. Von der Zen-Zone. Ach ja, Cave Story ist so ein cooles Spiel. Ich glaube damals, in Japan irgendwo, gab es halt so ein Projekt von wegen... Ja, Programmier mal ein Spiel, Bitch. Und irgendwer hat sich halt richtig Mühe gegeben und hat halt dieses Spiel programmiert. So die erste Version von Cave Story. Ich glaube, so war das irgendwie, wie das Spiel wirklich zustande gekommen ist. Und Fans fanden das halt richtig geil und so Jahre später kam dann Cave Story Plus raus mit der etwas schöneren Grafik und den Remastered Musik und so. Auch mit dem bisschen Bonusinhalt, das das Spiel halt hat. Ja. Ist halt jetzt ein bisschen, ne? Aus so einem kleinen Projekt ist was Geiles geworden. So cool. Das zeigt wieder, zu was Menschen eigentlich fähig sind. Das ist immer wieder erstaunlich. Ja, diese scheiß Vögel, die machen uns nichts, solange wir sie nicht berühren, aber wir müssen sie berühren, um hier rüber zu kommen. Deshalb break ich sie lieber alle. Und wenn wir runterfallen, können wir dann halt nochmal zurücklatschen. Bin ich nicht so sexy? Bringen wir dieses Kampf mal. Mit den Raketenwerfern würden wir hier eigentlich viel leichter vorankommen. Aber ist nicht so wichtig, Leute. Okay, ich brauche diese HP. Ich brauche diese HP dringend. Und es ist vorbei. Nein, ich bin runtergefallen in Downs. Oh, so eine Scheiße. Egal, ich wreck dafür alles dieses Kampf erstmal. Ein Schlag, ich bin tot. Natürlich nicht so süß. Okay, nice. Hot Dicer. Ich muss halt echt aufpassen, ja. Aber ich glaube, das Zurückkommen wird nicht so das Problem. Deshalb muss ich einfach nur lebend dahin kommen. Einfach gut spielen. Einfach mal versuchen in der Mine komplett. Oh fuck. Okay, benutze einfach das Ding. Obwohl, nein, das ist eigentlich eine dumme Idee. Ja, was anderes habe ich eigentlich nicht. Ich versuche halt nur einen zu ranken, wisst ihr? Ist dann, glaube ich, ein bisschen besser. Ein bisschen sexy. Oh, das konnte natürlich nicht reichen, ist klar. Ich glaube, ich habe Lust auf Risen, weil ich habe letzte Zeit richtig viel Risen gespielt. Richtig viel ist übertrieben. Muss ich leider zugeben, richtig viel ist leider übertrieben. Aber schon einiges. Risen ist ein gutes Spiel. Könnt ihr euch mal gönnen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, Risen 1. Risen 2 scheint nicht so cool zu sein, von dem Let's Play, was ich gesehen habe von Gronkh. Das war, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber Risen 3 scheint wieder richtig cool zu sein. Aber ich habe das Let's Play gar nicht besser geguckt. Ich glaube, wenn ich Langeweile habe, gucke ich mal das Let's Play von Gronkh zu Risen 3. Weil mein PC ist zu scheiße, um das selbst zu spielen, wirklich. Das ist das Warenhaus, das verschlossen kann ich jetzt schon sagen. Das Schöne ist, wir können uns hier erstmal heilen und unsere Müsse halt refüllen. Das ist schon mal sehr sexy. Dann nehmen wir natürlich den sweeten Doggy mit und dann gehen wir zurück zu Jenka. Ich hätte gern schon ein bisschen EP jetzt, ne? Das wäre schon süß für meine Knarre. Aber naja. Dort bei Jenka sind ja diese Kackviecher und wenn wir wieder hier hinkommen, also wenn wir von Jenka abhauen und dann wieder in diesen Screen gehen, sind sowieso hier überall wieder Gegner, also alles cool. Alles gut. Mal gucken, ob ich mein G... Okay, doch nicht. Ich sollte einfach nie reden. Oh Gott! Okay, alles cool. Das war ein Ausweichen, was existiert. Finde ich gut. Das ist genau mein seltener Schleiter. Alles Ausweichen, was existiert, ja. Yeah. Ist das was schade, dass ich euch kein Horrorspiel bringen kann, weil die Voraussetzungen für ein Horrorspiel sind enorm perfekt, ja. Alter, du konntest natürlich keine HP droppen. Das würde mir ja helfen. Was Greg to Scump? Alter, ohne Kack, wie die mich hassen, ne? Ich will nur ein bisschen EP. Ja, okay, dann halt nicht. Was steht hier eigentlich? Jenkas Foot? Jenkas Foot, sogar, alles klar. Ich hab den Warenhausschlüssel. Alles klar, man sieht sich. Warte! Nur ein scheißes Geschehen. Oh, du bist es. Ja, dein Hund. Wo sind die anderen? Der Schlüssel zum Warenhaus wurde geklaut von Balrog. Bitte halt ihn auf. Sie werden die Hasen wie Migas von den roten Blumen abhängig machen. Und werden sie gegen die Oberfläche benutzen. Warte, bitte nimm das mit dir. Eins der mächtigsten Items überhaupt in der Minenkampfwelt. Benutze es und dein Leben wird wieder vollkommen hergestellt. Aber du kannst es nur einmal benutzen. Ja Leute, in Cave Story kann man sich
nur mit einem Item heilen. Das ist dieses Item und wir bekommen das nur einmal im Spiel. Selbst das ist echt was Besonderes. Wenn ich jetzt dumm bin für einen Boss oder so, kann ich mich einfach voll heilen und so meine Chancen enorm erhöhen. Weil das ist so unser Ass im Ärmel, wenn ihr so wollt. Oh mein Gott, natürlich kriege ich ein Level down, ich hasse alles. Fickt euch! Ich sollte echt keine Raketen verschießen eigentlich. Oh Gott. Aber ich habe halt keine Wahl. Ich habe doch keine Wahl. Das ist ja Scheißviecher, ne? Eigentlich kann ich nur crazy Raketen verschießen, was laber ich eigentlich. Beim Warenhaus war ja Dingens, ein Scheiß zum Raketen wiederherstellen, ne? Ich hasse diesen Abschnitt so sehr. Also diesen hier. Nicht das da oben, das ging. Der Kampf gegen Curly hat auch Spaß gemacht, war cool. Aber jetzt dieser Abschnitt genau hier, den finde ich scheiße. Wegen diesen ekligen Sprüngen und diesen Gegnern. Ich hasse die Vögel so sehr. Ja, das sind so scheiß Vögel. Und wenn die auf diesen Kackviechern noch rumreiten, kann man direkt nach Hause gehen, Alter. Damit kann man mich jagen. Oh mein Gott. Ich bin echt runtergefallen, geil. Ja, Leute, Gameplay vom Feinsten. Nur hier. Moment mal, wer bin ich? Sarah Zeit. Oh nein. Lass mich in Ruhe, Vogel. Okay. Danke, Vogel. Ich liebe dich. Jetzt drop doch MP. Nie kriege ich MP in der Welt des Minecrafters. Alter, Alter, Alter. Ja, dann falle ich doch runter. Egal, wir blitzen auf den Feuerball, der ist super. Das correct, du Noob. Ja, geil. Okay, jetzt haben wir wieder wenigstens alles auf Level 3 und die Gegner sind nicht tot und ich kann mich auf das Jump'n'Run konzentrieren. Das ist immerhin etwas. Ach ja, Leute, in der Minecraft-Welt. Jump. Ojo. Ja, hier eignet sich der Feuerball natürlich extrem geil. Ja, wir wollen, glaube ich, das hier auf Max haben. Max ist auch ein Name, das ist lustig. Eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Was ich wieder für eine Scheiße habe, ne? Ach ja. Fick dich! Du knochenwerfendes Stück Kacke! Okay, nice. Einfach beleidigen, Leute, und dann tötet ihr alles. Dann wreckt ihr einfach alles, wenn ihr Leute beleidigt. Ja, das war eine Person, deshalb mit Leute, ja. Das war kein Knochenmonster, nein, nein, das war Ingrid, ja. Vielleicht sollte ich einfach schlafen gehen. Okay, versuchen wir so viele Einzelne zu erwischen wie möglich. Ist denen nämlich egal, wenn wir ihre Familie ausradieren. Das macht nichts. Das ist okay. Hauptsache, wir erwischen die nicht, denn sonst sind die direkt pisst. Verstehe ich gar nicht, wieso eigentlich, hä? Einfach einzeln ausräumen. Ja, jetzt ein bisschen Zeit lassen, weil sonst wird das echt eklig, Leute. Ich meine, wir haben echt gut uns heilen können. Und so freut meine Seele in der Welt, meine Kraft lassen. Ja, okay, dort fick ich jetzt alle Kanonen rein, die ich habe, weil das ist ridiculous. Die habe ich ja alle erwischt. Eigentlich müssen die alle angeschlagen sein, die Scumps. Okay, nice. Diese Kackvögel, ich die hasse, ne? Unfassbar. Ja, ich jongliere erstmal ein bisschen. Ha, cool, jetzt hat ihn getötet. Lustig! Fick dich! Ja, diese Bubbles machen halt echt keinen Schaden einzeln, ne? Alles andere wäre auch irgendwie falsch, wenn das jetzt Schaden machen würde. Oh mein Gott, die Tür ist offen. Aber wir wissen ja, oben können wir speichern und so. Und das würde ich natürlich mal machen. Der Welt ist wieder Kraft. Do you want to save? Yes. Kommen wir mal ins Warenhaus. Gut, Doktor. All die roten all die roten Blumensamen wurden von uns eingesammelt. Gut. Übrigens, die Blumen, die hier wachsen, sind das Dämonblumen? Ja, Sir. Nun. So eine ominöse Blume. Unerwartet, was sie uns bringt. Mein großartiger Doktor, möchtet ihr, dass ich eine esse? Nein, das wird nicht nötig sein.
Nun. Warum nutzen wir nicht einfach ein Mimiga für eine Kostprobe? Ja, ich stimme zu. Was? Hey! Wohin gehst du denn? Balrog, sorg dafür, dass hier einer dieser Blumen ist. Okay. Bitte nicht! Ist es! Ist es! Hört sofort auf! Weggeschliert. Toroko, bist du in Ordnung? King! Oh, mein Kopf! Nein! Du bist dieser Doktor! In der Tat, ich bin der Doktor. Und dein neuer Anführer. Ich sollte sagen, es ist eine Freude, dich endlich kennenzulernen. Achso, du bist wahrscheinlich ihren Anführer, das hat er bestimmt gesagt. Keine Ahnung. Sag mir, ist da etwas, was du mit diesem Schwert vorhast? Ich werde dich töten! Ohne die Kraft der roten Blumen sind sie schwach. Oh, du bist dieser persistente Soldat von der Oberfläche. Du hast das perfekte Timing erwischt. Sie gehören alle dir. Ein kleines Geschäft von Geschenk von mir für dich. Du musst mir nicht danken. Kümmere dich um sie. Ist das in Ordnung? Was? Oh oh. Weg dich, Toroko! Leute, das war richtig abgefuckt, nicht? Dieser Faggot, der hat einfach fucking Toroko zu so einem abgefuckten Rage Mimiga gemacht. Und King ist wirklich keine große Hilfe, würde ich meinen. Gib mir EP! Nice! Fuck! Am besten wäre es natürlich mit dem Polarstar, aber ich glaube, der Feuerball bringt es auch. Nein! Gott, der Kampf ist so intens, ich werde voll gerackt. Die Kraft der Mimiga ist echt krass. Nein! Oh nein! Oh Gott! Okay, fick dich, Toroko! Nein! Da hat sie mich erwischt. You get tracked. 1, 2, 3, yes. Alter. Unser erster Tod, glaube ich. Wow! Das ist krass. Ah, bei dem Boss hatte ich schon mal Probleme. Aber es wäre eine Verschwendung jetzt, diese... unser Heil-Item dafür zu benutzen, weil der Boss ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Problem ist, das einzige Makel in dem Spiel, was natürlich sehr gering ist, ist, dass man diese Szenen nicht überspringen kann. Das wäre super. Naja. Ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt 80 Stunden hier warten, bis wir zocken könnten. Das geht ja. Das geht ja von der Zeit, ja. Das Spiel ist auch nicht so schwer, also... Man hat nicht oft dass die Situation, dass man einfach gerackt wird. Getrackt, Toroko! Damit. Okay, fuck, ich hab keine Muni mehr für den Shit. Gott, ich hab so Schiss für Toroko! Nicht so krass, oh nein! Okay, also. Wie männlich ich mal schreie, ne? Unglaublich. Piss mich ein. Gott! Ich hasse es, wenn mein Pilaster wieder auf Level 2 oder 1 ist. Das ist Madness! Red Greg Toroko! Heilige Scheiße! Ja, genau! Gott. Alles cool, solange du willst. Bist. Yes! Okay, mit Level 3 rank ich nicht. Nein! Und auch nicht! Oh Gott! Toroko ist zu strong! Oh Gott. Ja, der Kommentar besteht fast nur aus Oh Gott und so, aber ich muss mich halt konzentrieren, Leute.
Shit is getting real. Toroko ist echt krass. Okay, das war MLG ausreichend, würde ich mal kurz anmerken. Yes! Boah, war das knapp. Ich hatte 2 HP. Wir hatten leider keine Wahl. King? Ich kann dir nicht mehr helfen. Wirst du mich rächen? King. Eine neue Waffe, Leute. Die Blade. Womöglich eine der stärksten Waffen im gesamten Spiel, auch wenn sie jetzt nicht so aussieht. Shit is getting real, Leute. Oh yeah! Hä? Oh fuck. Sorry! Du bist immer noch am Leben. Oh, Entschuldigung. Da war noch jemand. Ein kleiner, taffer Roboter, genau wie du. Was? There be no end to this. Es wird kein gutes Ende geben, wenn du weiter so mit dem Kopf vorausstürmst. Keine Ahnung, Leute. Es ist zu spät für Englisch. Ich send dich zum Labyrinth. Und dich auch. Das war erleichternd. Das war befriedigend. Du. Du hast irgendwie... Du bist am Boden angekommen. Was ist das für ein Ort? Du wurdest hier runterge... Du wirst von dieser Hexe Misery hier runtergeworfen? Oh, du armer kleiner Typ. Diese Insel ist, der Müll der Insel ist hier, wird hier gelagert. Wenn du erstmal hier bist, wirst du nie wieder Möglichkeit, möglich sein rauszukommen. Keine Antwort, er ist wohl tot. Hier geht's nicht durch, ja? Wird sich nicht öffnen. Der Schalter für die Tür ist, soll irgendwo dort oben sein. Aber die, na, der Boden ist richtig schlecht und du rutschst die ganze Zeit aus. Ich bin so oft runtergefallen, dass ich meine Beine gebrochen habe. Nein, das ist eigentlich kein rutschiger Boden, aber ich weiß, was er meinte, aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie deutsch sagen könnte. Sagen wir einfach, der konnte nicht klarkommen auf dem Boden und ist auf die Fresse gefallen. Sehr, sehr oft. Oh mein Gott, ich habe 1 HP. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alles cool, okay, nicht cool. Okay, ich bin tot. Juge trägt von Türe 3, yes. Ja, also jetzt haben wir natürlich keine gute Möglichkeit, uns zu heilen. Bis auf diesen Pot, den wir von Jenka bekommen haben. Aber das wollen wir natürlich noch nicht benutzen, ja. Und seht ihr, was ich meine? Auf Level 1 Rick, das wie einfach alles von hit. Könnte der Polarstar jetzt nicht. Dun, 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 dun. Bam, bam. Dun, dun, dun. Ach, diese Musik ist so ein Ohrwurm. Oh Gott, nein! Alles gut. Okay, okay, alles gut. Ich darf nur nicht mehr getroffen werden. Nur, sagt er. Dun, 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 dun. Also wir wollen hier auf jeden Fall raus, ne? Was mache ich denn? Ja, nein! Okay, alles gut. Dun, 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 dun. Wrecked? Wenn man weiß, dass die auf jeden Fall sich nach oben verpisst, wenn du in der Nähe bist. Ist eigentlich ein leichtes Spiel. Ach ja, Leute, immer diese Jump-and-Thron-Anlagen. Da muss ich wieder Cave Story loben, dass die Steuerung so wundervoll perfekt ist und so direkt. Sonst hätte ich jetzt echt ein Problem. Ja, so wenn ich faile, dann faile ich halt und nicht das Spiel mit der Steuerung. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja manchmal nicht so. Wollte nach oben kommen, wäre schon süß, ne? Wäre schon geil. Dun, 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 dun. Ob ich das jemals schaffen werde in meiner Welt, das ist wie eine Kraft, das? Oh mein Gott, wie kann man eigentlich da durchfallen? Oh, Alter, die heilige Scheiße. Dun, dun, dun. Kann es sein, dass ich der allerbeste Jump'n'Run-Pro bin, den es je gegeben hat? Dun, 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 dun. Man merkt schon, ich werde ein bisschen ungeduldig, weil ich habe echt gar keinen Bock, die ganze Zeit diese Scheiße immer neu zu klettern. Pass auf, jetzt sterbe ich gleich.
Ja, war richtig schön. Fast schon ein bisschen. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das war's mit Cave Story für dieses Mal. Und ob ich das jetzt überlebe und zu Switch komme oder ob ich kläglich versagen werde, das sehen wir dann im nächsten Part von Cave Story. Wieso ich geschnipst habe, ich habe keine verfickte Ahnung. Bis dann, ciao.